Okay. Ich muss da jetzt durch. Ob da hinten was ist? Oh, ich glaube, ich muss da hin, wa? Hä? Ah! Ah, das hat wie... Ei, das eitert schlecht wieder raus. Ja. Zumindest ist die Wunde dann... steril, oder? Naja, zur Feier des Tages. Oh, hier hat er gespeichert. Sehr gut. Ach, guck mal. Ich würde mal sagen, das ist ein Bug, oder? Hier war der... Oh, warte mal, da müssen wir rüber. Ich muss hier in den Fahrstuhl, wie soll ich da hinkommen? Die Musik ist super. Ich habe vorhin noch auf Twitter gepostet einen Kommentar zur letzten Folge von diesem wunderbaren Spiel. War ein sehr schöner Kommentar. Ich kann ja mal... Warte mal. Anfangen. Oh mein Gott, ein peinlicher Mundartklamauk. Ende. Eine der krassesten Krimis, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Hut ab, allergrößter Respekt an die Storywriter, Drehbuchautoren, Entwickler, Sprecher und alle drumherum. Das Einzige, das mir aufgefallen ist, als jemand, der in genau dieser Ecke der Welt aufgewachsen ist, wäre, dass manchmal der schriftdeutsche Satzbau des Drehbuchs bzw. Anzeigetextes in der bayerischen Umgangssprache übernommen wurde, wo manches aber einfach praktisch nicht vorkommt. Eigentlich betrifft das nur die Vergangenheitsform. Das Präteritum wird im Bayerischen meinem Empfinden nach immer und durchweg zum Perfekt. Am Sonntag ging ich in die Kirche, wird unweigerlich zu einem Am Sonntag bin ich in die Kirche gegangen. Das haben die allermeisten Sprecher auch genauso verändert, aber hin und wieder ging doch was unverändert durch, was dann ein vermutlich ungewollt komisches Schuh des Manitou bayerisch ergeben hat. Aber das ist echt auf ganz hohem Niveau kritisiert. Und neben Logemann ist das Arnold Schwarzenegger Englisch vom Schorsch in der englischen Sprachausgabe das härteste seit Heino im Duett mit Rammstein. Ja, es ist...
Ich musste doch hier hin. Guck an. Servus, I'm the Schorsch. Ja, ja. Muss ich hier bloß noch durchkommen? Hä? Oh, ich glaub dir ich... Ah ne, hier komm ich so. So durch. Aber jetzt warte ich aber erstmal, bis der wieder explodiert hier. Das auf jeden Fall. Also das Spiel hat eine sehr gute Grätsche gefunden. So. Wir sind jetzt eine Ebene höher. Verschlossen. Bei meinem Glück kommt doch da irgendwas lang. Biologische Gefährdung. Abregelung eingeleitet. Noch eine Fehlfunktion. Die halbe Shimura ist drin. Jemand muss die Tür öffnen. Na toll. Und der ist tot. Bringen wir ihn zu Carrion. Erschieß ihn. Das ist nicht Chen. Erschieß ihn. Und tot. Na toll. Was soll ich jetzt noch retten? Achso, das ist der kleine. Ach, ist der süß. Zusammengebrochen, er. Hammond ist tot. Ja, und Chen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich soll abhauen, wa? Sie sollen das Ding in die Luft. Weg! Auswahl der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Oh, Loremann hängt auf dem Klo rum, das tut mir aber leid. Der muss jetzt warten. Warnung. Auswahl der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Warnung. Auswahl der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Warnung. Speisesaal? Oh, Scheiße. Hier lang? Ja. Hier geht ja alles hinüber. Wer läuft denn da? Wärmetauscher offline.
Wer ist denn da gelaufen? Warnung, Wärmetauscher offline. Warnung, kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz. So, passiert jetzt hier irgendwas oder was? Ja, jetzt. Okay. Ja, doch, es ist Warnung. Bei meinem Glück passiert doch gleich irgendwas. Kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz. Warnung, kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz. Oh, da fehlt ja gerade die Tür. Au, raus! Oh oh. Oh oh. Oh! Au! Wir sind im Com-Relay, das ist nicht gut. Das sind doch bestimmt noch andere, oder? Ich bin hier. Scheiße, das war knapp. Chen, Johnston, jetzt Hammond. Und ich sehe Bewegungen auf der Welle. Ich glaube, einige dieser mutierten Soldaten sind an Bord gekommen. Och. Was ist mit dem Singularitätskern der Welle? Es ist voller Blut. Aber ich hab's. Ich hoffe, Hammond hatte recht mit dem Shuttle. Er sagte, der ist auf dem Besatzungsdeck. Genauso wie alle Unitologen auf dem Schiff und der Marker. Du musst... Moment. Jemand hat die Tür in der Nähe des Brückenatriums geöffnet. Damit kommst du aufs Besatzungsdeck. Aber wer ist noch übrig und hat so eine Freigabestufe? Isaac, irgendetwas stimmt nicht. Wir müssen das Shuttle erreichen. Sei bitte vorsichtig. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Ja, das glaubst du. So, ich guck mal, ob wir hier irgendwo... Kapitel 10. Tag der Abrechnung. Ist nicht mehr, ne? Oder sehen wir noch irgendwo was leuchten? Komm schon, Mr. Bubbles. Siehst du, da müssen wir noch den zweiten Teil spielen. Fällt mir gerade ein. Okay. Schwerelosigkeit deaktiviert. Klar. Warum gehe ich hier nochmal rein? Achso, ich dachte, es wäre Loot. Kann tödlich sein. Ich guck mal hier drüben rein. Ich würde mal sagen, die tote Leiche ist weg, hä? Da kommt er uns irgendwann entgegen. Juhu. Und wir haben immer noch den anderen komischen Fregel. Schon im Raum. Ja.
Hier rechts in dem Raum waren wir noch nicht drin. Den müssten wir gleich jetzt sogar aufkriegen können. Nein, kriegen wir nicht auf. Ist verschlossen. Pausenraum. Ach, das war ja der Gottesanbetungsraum hier. Ein Steicherspand. Steicherspand? Ja, ein Steicherspand. Die Wächter verbuchselt. Connection lost, das klingt nicht gut. Hier ist der Fahrstuhl. Ist das der große Fahrstuhl? Ja, ne? Ja, ja. Ich glaube, rechts ist jetzt der Ausgang. Nee, links. Ist bestimmt verkehrt. Ja, okay. Und wie viel wollen wir wetten, dass jetzt der Raum wieder abgesperrt wird? Überrascht. Oh, geradezu waren wir noch gar nicht. Und hier ist es Dor. Oh. Darf ich? Ich darf. So, Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Ist okay. So, lass uns mal die Sachen hier verkaufen. Guck mal, was wir hier gekriegt haben. Halbleiter. Verkaufen. Nochmal. Verkaufen. Sehr gut. Dann müssen wir kaufen. Was ist das hier? Energiekanonen-Upgrade. Laserkanonen-Upgrade. Flammenwerfer. Ripper-Upgrade. Abreißer. Bringt dieses Teil so. Impulsgewehr. So, wir brauchen auf alle Fälle Heilung. Wir haben 3 Knoten übrigens. Wir können also 3 Upgrades fahren. So, ich nehme mir ein bisschen Munition mit, weil ich es brauche. Und wir nehmen, glaube ein Upgrade mit, was wir dann freischalten können. Ne? Laserkanone, Energiekanone. Ich glaube, ich nehme das Rippergewehr. So, okay. So, wo geht's lang? Da lang. Haben wir hier irgendwas auf der Ebene? Nein. Und ich möchte jetzt nicht rüberlaufen da. Da unten wäre ein Upgrade-Slot gewesen, aber ich glaube, wir kriegen nochmal einen. Das gefällt mir nicht. Jetzt geht Licht an. Eben war noch dunkel. Du bist im Monorail. Oh nee, ich muss dich wirklich wieder unten durch, oder? Oh nee. Ist aber nicht die besagte Tür, ne? Wir waren hier noch nicht. Gut. Da muss ich durch.
Das Spiel ist intensiv, ja. Sehr intensiv. Oh, eine Upgrade-Station. Umso besser. Credits. Ja, okay, wir machen erstmal Upgrade. So, wir haben drei Knoten. Plasma-Cutter-Upgrade-Diagramm erweitert. So, wir gucken uns den Plasma-Cutter. Was haben wir hier? Achso. Okay. Fünf Knoten jetzt auf. Kommt hier von mir her. So, wir können fünf Knoten machen. So, lass uns mal gucken, was die jetzt machen. Hier hätten wir Munitionskapazität, was ich doof finde. Nahkampfangriffe können Gegner zu Boden werfen. Das klingt gut. Um das zu machen, brauchen wir aber drei Knoten. Und einmal über Kappa, was total scheiße ist. Und dann über Feuerrate. Mir wäre ja Schaden lieber, aber da kommen wir nicht so ohne weiteres hin. Ne? Das wären drei. Lass mich mal gucken. Den Ripper haben wir noch gar nicht aufgewertet. Was wären seine Spezialfähigkeiten? Einen zusätzlichen Querschläger. Und hier hätten wir einen zusätzlichen Querschläger. Ich meine, wir nutzen den Ripper schon sehr oft, aber der Plasma-Cutter ist irgendwie die Waffe der Wahl. Nur fehlen da immer die Munition ohne Ende. Anzug, lass mal schauen. Wir bräuchten Trefferpunkte. Das heißt, entweder haben wir Stase-Dauer. Was ist das hier? Stase-Energie? Das ist irrelevant. Ich hätte gerne Trefferpunkte. Und wahrscheinlich ist dann Chinese... Okay, Greifreichweite? Ja, ja, könnten wir machen. Und dann könnten wir einmal TP reinsetzen. Ja, machen wir. Dann ist die Gesundheit ein bisschen besser. Wobei wir dann natürlich auch mehr Gesundheitsblöcke brauchen, um reinzubuttern. Und dann machen wir die in den Plasma-Cutter rein, dass wir uns hier nach unten arbeiten. Und zwar drei brauchen wir. Denn hier nämlich Nahkampfangriffe können Gegner zu Boden werfen. Das heißt, wenn wir die Waffe haben, können wir sie als Nahkampfwaffe benutzen und können die immer umschubsen. Wenn sie umgeschubst sind, können wir sie zerstampfen möglicherweise. Ist jetzt eine pure Theorie. Na klar, will ich den Dau vermeiden. Aber schön, dass es aufgefallen ist. Yes.